Grillen verboten. Das ist schade. So kann ich auf meinem Drang ja gar nicht kochen, was ich leidenschaftlich tue. Habe ich euch oben mal eingeblendet. Dort koche ich unter anderem hamburgisch. Soweit dazu, das war ein wenig Werbung in eigener Sache. Okay, wir starten im Niendorfer Gehege. Ihr erinnert euch, hier endete die letzte Etappe. Ziel für heute ist der größte Parkfriedhof der Welt und der viertgrößte Friedhof überhaupt. Der befindet sich im Stadtteil Ulsdorf, also noch ganz, ganz weit weg. Jetzt müssen wir aber erstmal dieses Wohngebiet hier durchfahren. Sehr schön hier, alles sehr, sehr gepflegt. Wohnen im Grünen mit gehobenen Ansprüchen. Mit gehoben im Sinne von abgehoben, Achtung Wortwitz, könnte man auch die Flugzeuge über mir meinen. Zuweilen ist es doch hier recht laut. Und das ist nicht der Düsenantrieb meines Fahrrades. Wir nähern uns immer weiter dem Verkehrsknotenpunkt Hamburgs, richtig dem Flughafen, aber auch einer Hauptverkehrsstraße, die Kollaustraße, zugleich Bundesstraße, mit der Nummer 447. Hört sich ein wenig an wie ein Flugzeug, wie die Bezeichnung einer Boeing. In Anbetracht dessen, dass hier hinter dem Zaun der Flughafen ist, ist das natürlich gar nicht so abwegig. Wir befinden uns am Ende der Runway 05-23 Nienstedt-Langenhorn im Südwesten des Airports. Wir fahren weiter. Links der Flughafen, rechts Kleingärten. Der Airport ist quasi umzingelt von Kleingärten. Wenn ich recht informiert bin, gehört das gesamte grüne Areal dem Betreiber des Flughafens. Das heißt, dass bei einer möglichen Erweiterung des Airports die Gärten weichen müssten. So wie bei der Verlängerung der Landebahn bereits geschehen. Aber heutzutage wahrscheinlich sehr unrealistisch und gar nicht mehr durchsetzbar. Also genießen wir die Lunge der Stadt, wie die kleinen Gärten auch genannt werden. Denn das dürfte heutzutage sehr außergewöhnlich sein. Der Flughafen Hamburg befindet sich nur 6 Kilometer von der Innenstadt entfernt, liegt also sehr zentral und ist daher äußerst beliebt bei Geschäftsreisenden. Prima, der Eismann ruft, vielleicht ist es auch eine Eisfrau, wird sich gleich herausstellen, auf jeden Fall ein klasse Service. Herzlich willkommen bei Eislivotto, übrigens das erste Mal, dass ich Werbung mache und das ganz unentgeltlich. Ich genieße einen Amaretto-Becher. Oh je, ein Blick in den Himmel verheißt nichts Gutes. Dunkle Wolken bedeuten Regen. Schnell weiter. Vielleicht haben wir Glück und das Wetter hält. Wir fahren wieder durch Kleingärten, ganz nah am Flughafen bzw. jetzt an der Luftwerft der Lufthansa vorbei. Früher, also genau genommen seit 1891, war da mal eine Pferderennbahn mit mehreren Rennställen und Villen. Staatsoberhäupter wie Kaiser Wilhelm II. Und auch Reichspräsident Hindenburg zählten zu den illustren Gästen.
Und schon 1909 fanden auf dem weitläufigen Gelände erste Flugvorführungen mit Zeppelinen statt. Die Folge davon war der erste Flughafen der Welt, 1911 für Luftschiffe eröffnet. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten verschwand die Rennbahn. 1935 wurde das Gelände dem Airport zugeschlagen und alle Gebäude entfernt. Somit verschwanden dann auch alle Spuren und Leben der zuvor meist jüdischen Eigentümer. Das soweit dazu. Wir erreichen den Borstler Jäger. So heißt ein jetzt kleiner Wald im Stadtteil Großborstel. Hier hatte ein Forstaufseher und zugleich Jäger seinen Wohnsitz. Daraus entstand im Laufe der Jahrzehnte ein beliebtes Ausflugslokal, halt der Borstler Jäger. Durch die ständige Erweiterung des Flughafens bzw. der Lufthansa Technik und das starke Verkehrsaufkommen ging der Ausflugscharakter völlig verloren. 1993 gab der letzte Pächter auf. Immerhin, das Gebäude ist erhalten geblieben, jetzt zu einer Kindertagesstätte umgebaut. Jetzt wird es spannend, ein Rätsel, wo geht's weiter, wo sind die Schilder? Auf jeden Fall soll's wieder in die Kleingärten gehen, aber wo ist der Eingang? Ja, da hinten. Von hohen Hecken umrahmt fahren wir durch ein Labyrinth. Gar nicht so einfach, hier die Orientierung zu behalten. Und los geht's. Das ging ja ganz schön flott. Überraschend jeden Wegweiser mit der Elf gefunden. Ich bin beeindruckt. Wenn wir jetzt auch noch das Wohnzimmer der Stadt finden, sind wir schon fast am Ende dieser Etappe. Damit meine ich nicht den Hafen, sondern den Alster-Wanderweg. Dazu müssen wir aber erstmal die Alster-Krugchaussee überwinden. Eine sehr verkehrsreiche Straße, grüne Welle, ja, das klappt doch. Ich bin begeistert. Bitte weiter so. So, jetzt scharf links, dann geradeaus. Herrlich, als täte ich mich hier auskennen. Meister ich jede Hürde furios. Jetzt aber gleich nochmal die Straße wechseln und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Ja, gut, dass heute Sonntag ist. Ist nicht allzu viel Verkehr. Dann nochmal links. Dann würde ich sagen, geschafft. Ja, irgendwo muss doch hier die Alster sein.
Ja. Ach, da rechts. Ja. Darf ich vorstellen? Die Alster. Herzlich willkommen. Weiter auf dem Alsterwanderweg. Die Alster besteht nicht nur aus der Binnen- und Außenalster im Stadtzentrum, sondern ist ein richtiger Fluss. Ein 56 Kilometer langer Nebenfluss der Elbe. Die Quelle entspringt im schleswig-holsteinischen Hennstedt-Ulzburg und befindet sich im Eigentum der Hansestadt Hamburg. Immer frei zugänglich. Denn so heißt es, jeder Hamburger sollte mindestens einmal im Leben die Alsterquelle aufgesucht haben. Sonst ist man der Legende nach kein echter Hamburger bzw. Hamburgerin. So bedeutend ist der Fluss für die Stadt. Einst Lebensader, aus ihr wurde Trinkwasser entnommen, ein Biermischgetränk ernannt, aber auch Waren transportiert. Und bis in den frühen 80ern verkehrte auch eine Schifffahrtslinie auf ihr, sozusagen als Bus, so wie die Fähren im Hafen. Übrigens eine super preisgünstige Alternative für Hafenrundfahrten, denn auch hier gilt das Deutschlandticket. Die Alster ist äußerst beliebt bei Spaziergängern und natürlich auch bei Radfahrern. Sowie bei Wassersportlern. Es gibt mehrere Rudervereine, der Tradition verpflichtet. Einige Vereine sind mehr als 150 Jahre alt. So, jetzt müssen wir das Ufer wechseln. Auf dieser Seite der Alster endet der Weg. Private Gärten und Parks verhindern ein Weiterkommen. Also geschwind über die Hindenburgbrücke. Der Blick von der Brücke ist grandios. Ein perfekter Fotopoint. Ich denke, wir stoppen hier und machen mal ein paar Fotos. Ja, sehr schön. Und weiter geht's. Zunächst auf die andere Straßenseite. Und die befindet sich gleich hinter diesem kleinen Minipark. Den alten Radweg voraus lassen wir außer Acht und nutzen gleich links den kombinierten Rad- und Wanderweg direkt an der Alster. Hier lässt es sich schön wohnen. Aber auch schön flanieren. Und ja, es gibt auch andere Fußballvereine, nicht nur der HSV, aber dieser Verein in diesem Stadtteil ist schon etwas sehr außergewöhnlich. Zur Abwechslung unterqueren wir mal eine Brücke, genau gesagt die Sengelmannsbrücke. Wir genießen noch ein wenig die Alster, aber dann wird es auch Zeit, sich von ihr zu verabschieden. Die heutige Etappe ist fast geschafft.
Wir müssen nur noch durch den Bahnhof Ulsdorf. Kurioserweise verläuft die Route 11, der äußere grüne Ring, genau dadurch. Danke, dass ihr zugeschaut habt, dass ich euer Gast in eurem Smartphone sein durfte. In der nächsten Folge fahren wir dann durch den größten Parkfriedhof der Welt. Dort verweilen wir auch ein klein wenig, denn dort gibt es ganz, ganz viel Natur zu sehen und besuchen auch einige prominenten Gräber sowie außergewöhnliche Grabstätten. Also, bis dann. Bye, bye. Ach nee, in Hamburg sagt man ja Tschüss. Also, Tschüss.